Modernste Technik und ein perfektes Zusammenspiel aller Gewerke sind notwendig, um ein sicheres Stromnetz zu gewährleisten. Die Salzburg Netz GmbH ist bestrebt, Instandhaltungsarbeiten am Stromnetz so rasch wie möglich durchzuführen. Bei Leitungsbegehungen im Gasteinertal stellten die Experten fest, dass es ein Problem bei einem der Hochspannungsmasten gibt. Bei den bergseitigen Fundamenten bei Mast 12 sind zwei Vorspannacker gerissen. Durch die beauftragte Spezialtiefbaufirmen werden diese nun ersetzt, um die Standsicherheit des Mastens wieder wie ursprünglich herzustellen. Vorspannanker sind wie Drahtseile, welche die Verbindung zwischen dem Fundament und dem Felsen herstellen. Dass sich der Mast auf 2400 Meter Seehöhe befindet, erschwert die Arbeiten zusätzlich. Die größte Herausforderung bei dieser Baustelle ist die exponierte Lage des Mastes. Die ganze Baustellenversorgung mit Material und Gerätschaften erfolgt per Helikopter. Der Mast ist nur zu Fuß erreichbar. Die Arbeiter müssen täglich zu Fuß zum Masten gehen. Bewerkstelligt kann diese Arbeit nur mit Spezialgerätschaften. Spezialgerätschaften und natürlich auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Im gesamten Bundesland betreibt die Salzburg Netz GmbH ein rund 500 Kilometer langes Hochspannungsnetz. Arbeiten wie diese gehören für die Profis zum Alltag. Der Schreitbagger mit seiner Bohrlafette bohrt ein standfestes Bohrloch durch das Fundament und den Fels. Danach wird der Litzenanker in das Bohrloch eingeführt und mit Injektionsmörtel verpresst. Nach einer entsprechenden Aushärtezeit wird der Anker dann angespannt und verbindet somit das Fundament mit dem Felsen. Der reibungslose Netzbetrieb ist damit wiederhergestellt. Die Instandhaltung, Instandsetzung und der Ausbau des Hochspannungsnetzes sind wichtige Bausteine für die Energiewende und die Erreichung der Klimaziele.